Ja, Leute, herzlich willkommen zu einem neuen Waffenreview auf Banjo 4 Timo. Und heute geht es um die Gatling Gun Liquid Metal. Viel Spaß beim Review. Okay, fangen wir mal mit dem Aussehen. Zum Aussehen muss ich sagen, ja, ist halt ein Liquid Metal Design. Davor sage ich mal, wie ich mir das perfekte Liquid Metal Design vorstelle. Ganz einfach. Also, ich habe das Liquid Metal Design am liebsten so, dass man das noch so ein bisschen schmieriger ist. Sprich, also, könnt ihr euch sicher vorstellen, so dass man noch irgendwie die Pinselstriche, also ein bisschen geschmierter sozusagen. Hier bei der Gatling Gun Metal ist ja unter anderem so angewendet worden, dass alles ganz glatt und glänzend ist. Das ist persönlich nicht so mein Ding, deswegen. Ja, also es ist auch nur eine 2, eine 1. Aber sonst ist es eigentlich auch ganz nett und ich denke, viele von euch mögen es auch so lieber. Ja, Power. Power hat sich in der normalen Gatling Gun nichts verändert. Weiterhin ein bis zwei Treffer auf den Kopf, das sind halt 100 Damage. Und dann ab 80 Meter sind es. 91, sind es, ab 80 Meter sind es 98 Damage und ab 100 Meter dann 91 Damage. Also das sind so die beiden Entfernungen, wo wir zwei Hits haben. Okay, auf den Körper brauchen wir drei Treffer, 36 bis 34 Damage. Die 34 Damage gelten ab 30 Meter. Und auf die Füße brauchen wir 5 bis 6 Treffer, das sind 21 bis 19 Damage und die 19 Damage gelten auch ab 30 Meter. Zur Accuracy muss ich sagen, eigentlich relativ gut. Von der Gatling Gun seht ihr oben im Beispiel, das ist eigentlich, ich finde, für eine MG relativ gut. Zum Recoil hingegen, Recoil würde ich sagen, ist so ein Mittelding irgendwie. Es ist jetzt nicht sonderlich stark, aber auch nicht sonderlich schwach. Aber ja, und eigentlich relativ gut kontrollierbar, aber auf Distanz dann doch schon relativ stark. Also eher so ein Mittelding, etwas besser oder etwas schlechter. Seht ihr ja am Beispiel oben. Ja, dann. Zur Automatik. Automatik Gatling Gun, würde ich sagen, ist mit einer der Waffen in ganz Crossfire, die am schnellsten schießen von allen. Das wird am Ende auch nochmal in der Firing Rate betont. Ja, dann würde ich sagen, Gewicht, ich würde sagen, die Gatling Gun ist in ganz Crossfire die schwerste Waffe von allen. Denn das habe ich vergessen bei der Automatik zu sagen, die Gatling Gun muss, bevor sie schießt, noch einmal andrehen ein bisschen, also so ein paar Sekunden warm laufen, bevor sie erst beginnen zu schießen kann. Das kann halt auch ziemlich nervig sein und auch ja, wichtige Zeit kosten. Und ja, ich würde sagen, bei der Gatling Gun normal geht das Laufen noch einigermaßen, also vom Gewicht her, aber beim Schießen bzw. Andrehen kann man sich mit der Gatling Gun kaum fortbewegen. Und ich würde sagen, das ist ja weitaus die schwerste Waffe im ganzen Crossfire. Ja, deswegen ist halt eine Hero-Mode-Waffe, wenn man sich damit in die Ecke campen sollte und dann einfach die Schüsse gut verteilen sollte. Ja, Munition haben wir 175 zu 175 Schuss. Das entspricht genau zwei Magazine. Das sind insgesamt 350 Schuss. Ja, ist eigentlich relativ viel, also auf jeden Fall ausreichend. Ja, der Reload beträgt 14,3 Sekunden, halt auch weil so viel Schuss vorhanden sind. Ein Magazin haben wir in 12,18 Sekunden leer gesprayt. Und die Firing Rate beträgt 14,3 Schuss pro Sekunde, also ziemlich schnell. Preis, wie bekommen wir sie? Die Gatling Gun Liquid Metal müssen wir im Gatling Gun Liquid Metal Crate gewinnen. Das ist ein Liquid Metal Crate, sprich es kostet 100 ZP mehr als ein normales. Ja, dann ein dickes Dankeschön an Pharma.exe in eckigen Klammern. Vielen Dank, dass ich deinen Account zum Review benutzen durfte. Ciao, Leute.